8 Ruderer, ein Boot. Der erfolgreichste von ihnen, Richard Schmidt, Olympiasieger, Weltmeister, Europameister. Doch den großen Traum 2020 hat Corona verdorben. Wenn man dran denkt, so, dass jetzt eigentlich wir in Japan wären, ist schon ärgerlich, ja. Training in Dortmund statt Medaillenjagd in Tokio. Hier in Westfalen ist der Deutschlandachter zu Hause. Hier hat der gebürtige Trierer deshalb auch seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile. Und das ist eben so unser täglicher Alltag hier, ne? Kanal. Ich glaube, da kenne ich jetzt jede Spundwand, bin ich schon 1000 Mal vorbeigerudert. Da kenne ich wirklich jeden Zentimeter hier. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt in Tokio wären, aber gut, so ist es eben. Der Schock von der Olympia-Absage erwischte ihn und seine Bootskollegen mitten in der Vorbereitung. Die Form war bereits titelreif. Man hat sich darauf vorbereitet, man hat den ganzen Winter gequält, da auch geschunden. Und jetzt weiß man genau das Gleiche, fängt das nochmal an. Und wir sind jetzt wieder bei Null und müssen uns das Jahr wirklich wieder professionell und perfekt vorbereiten, damit es nächstes Jahr klappt. 12 Trainingseinheiten pro Woche, normal. Auch die Quälerei im Kraftraum. Rudern, eine Ganzkörperbelastung der extremen Art. Dazwischen Kopfarbeit für die Uni. Schmidt arbeitet an seiner Dissertation in Ingenieurswissenschaften. Fest steht aber auch, sein Einstieg ins Berufsleben ist genauso verschoben wie Olympia. Also nicht nur die sportliche Karriere wurde dann ein Jahr länger, sondern es sieht jetzt so aus, dass es auf jeden Fall, dass ich da auch dann jetzt auch in meiner Promotion länger brauche und damit auch dementsprechend der Einstieg dann ein bisschen später wird. Das ist natürlich ärgerlich und hatte ich nicht so geplant, ja. Ja, ist ein bisschen doof. Geplant aber hat er, dem deutschen Paradeboot weiter anzugehören. Das hat der Trierer geschafft. Jetzt hofft er, dass Olympia auch wirklich stattfindet nächstes Jahr. Denn er will auf Siegertreppchen. Medaille auf jeden Fall, das wäre toll. Und wenn es dann, welche Farbe es dann hat, würden wir dann sehen. Aber wir geben unser Bestes. Als amtierender Weltmeister will man natürlich dann auch da vorne mitspielen. Ja. Er lächelt. Obwohl er weiß, es ist noch ein harter, langer Weg nach Tokio.